Jetzt dann komme ich zum nächsten Thema. Ich habe nicht einmal gewusst, Hey. dass es einen Haushaltsgerätehersteller in der Schweiz gibt. Das muss ich jetzt auch dazu Ja, sagen. das war mir auch neu, ja. Aber die haben eine grandiose Idee. Und zwar eine spezielle Intensiv Plus Spülfunktion oder Spülgänge für Bier- und Weingläser hinter einem Monatsabo verfügbar zu machen. Das heißt, ich kaufe diese Spülmaschine, die vermutlich eh schon nicht günstig ist, auch die ist bei um 1.500 € angesiedelt. Also es ist teurer als ein Miele-Einstiegsgerät. Dieses Spülprogramm ist eigentlich schon in der Maschine drin. Sie kommt's. Aber wenn ich es nutzen will, muss ich 1 € pro Monat dafür zahlen. Also, ich sage jetzt so: Wenn ich mir so eine Spülmaschine um das Geld kaufe und das kriege, ich schmeiße die beim Fenster raus. Naja. Würde ich nicht, weil dann hast du dem Hersteller schon ein Geld geben. Nein, ich Das würde nur sagen, heißt, er er kann es jetzt, hat. so, nein, ich würd sagen, er kann es jetzt abholen können, weil es muss recycelt werden. Ja, aber du hast trotzdem schon gezahlt. Du wirst dein Geld nicht mehr zurückkriegen. Wohl, wenn ich es online bestelle, 14 Tage lang. Okay. I see what you did there. Okay, ja gut. Na, also das. Und das ist aber das Problem des Tierke. Miele will das übrigens auch machen, anscheinend. Ah, sehr schön. Also, dass so gewisse Dinge hinter. Also, Miele, da ist am anderen Artikel, Miele plant beispielsweise ab 25 smarte Waschmaschinen und Trockner auf den Markt zu bringen. Ja gut, Also, Miele hatte ja. teilweise schon die Funktion, dass es dir das Ja, dein sie Waschmittel sagen zwar, ja, nachbestellt. sie sagen zwar nur, es ist kostenfrei, diese Updates, nur, es ist halt immer der Klassiker. Wenn es bei einem funktioniert, seien die anderen auch so, sie sagen, warum nicht? Ja, aber wie immer ist das halt genau der Punkt. Es sind nicht die Hersteller doof, die das Nein, anbieten. Es sind die nur, Kunden doof, die dafür ich habe zahlen. leider auch hab Befürchtung, dass das vor allem irgendwann Einzug findet in die günstigeren Geräte und ich versage sogar bewusst in die Einstiegsgeräte, dass sie dann sagen, ja, du hast halt keine drei Funktionen, du hast nur drei Funktionen. Wenn du jetzt das Eco-Wash-Programm haben willst, kostet das halt 1 € im Monat. Na, ich glaub, dass es in die günstigen Geräte vor allem deswegen Einzug finden wird. Die werden dir einfach sagen: Na, du hast halt schon zweimal den Geschirrspüler eingeschalten. Versuch's morgen wieder. Versuch's morgen wieder. Du hast zwei Tokens pro Tag und die sind nicht übertragbar. Wenn du jetzt, Oh, no schön, hey, super. Besuch hast und groß auftischt und zwischen den Gängen mal das Geschirr durchspülen willst, dann, wenn du dir sowas leisten kannst, dass du so viele Leute bewirtest mit mehreren Gängen, Kauf-Token, ja. Ja, das. dann kauft er gefälligst einen Token um 1,50 €, um jetzt noch einmal den Spülgang zu machen. Weißt du was? Ich meine, rein geschäftlich hast du aber eine super Idee, das stimmt eigentlich. Ja. Normal musst du das jetzt jeden Hersteller schicken. Ja, sicher. Also, dass du kaufst die Maschine, kriegst schon mal als erstes, dass man sagt, ja, du kriegst schon mal 365 Tokens, dass einmal ein Jahr Ruhe ist. Genau. Und dann, ja, oder wenn du öfter waschst, natürlich früher, Früher, ja. und dann musst du halt quasi Tokens nachkaufen. Das ist gar nicht blöd. Genau. Oh, das wäre schön blöd, das wäre diabolisch. Dafür ist der Service bei Gerätefehlern kostenlos. Das heißt, sie verbauen wieder Komponenten, die länger heben und nicht irgendeinen billigen Scheiß, weil sie sich hier nachher natürlich drauf verlassen, dass die Maschine technisch ja nie kaputt wird. Aber die Kunden sind so dumm, dass sie sich Tokens kaufen, um sie mehrfach zu verwenden. Ja, es ist ja dann auch nicht mehr dumm, wenn es nichts mehr anders gibt, was willst du denn kaufen? Ja, genau. Also, das ist ja die Sache, was man damit anfängt. Haben wir. Dann hast du quasi dein Abo für die Spülmaschine Haben bei Miele. Für dein Bosch-Herd hast du natürlich auch noch dein Abo, weil wenn du alle vier Induktionskochplatten verwenden willst, dann zahl Weißt du was? gefälligst mehr. Weißt, was ja noch besser ist, wahrscheinlich ist es dann sogar so, dass der Hersteller Lock-in oder dass es so vorteilhaft ist, alles von einem Hersteller zu kaufen,
Weil dann beim Token natürlich einen Rabatt drauf kriegst, weil Genau. du mehr kaufst. Ja. Oder du kriegst automatisch mehr, weil du ein zweites Gerät von seinen hast. Ja, genau. Haben wir das nicht in der letzten Folge, weil das ist jetzt ja schon wieder eine Zeitl her. haben wir das da nicht auch drin gehabt? Mit den Autos. Ja, genau, da war irgendwas mit, ja, mit seinem Auto, ja. Genau, was war das? Ah ja, Fisker, die Fisker-Pizzen, wo das Server nicht mehr gegangen ist. Ich kann mir das bei den Geschirrspüler und bei den Haushaltsmaschinen noch besser vorstellen, wenn du den nach 5, 6 Jahren, sagen wir mal, verkaufst, weil du deine Küche renovierst oder was machst, dann. Die Geräte sind ja auf deine Ja, Zahlungsdaten, auf stimmt, deine ja, stimmt. Zahlungsdaten festgelegt, auf deine E-Mail-Adresse und auf deine Adresse für die Rechnungsnummer. Dass du gar nicht mehr so einfach in Account ändern kannst, Nein, dass die nein, Maschine mal gelockt ist. wenn du den Geschirrspüler verkaufst, dann gilt der als Gebrauchtgerät und der neue Kunde muss den erst einmal aktivieren und nachher für eine kleine Summe wieder mal die grundlegenden Tokens kaufen, weil die sind nicht übertragbar über einen Account. Das heißt, wenn du jetzt Ja. noch 200 Tokens frei hättest, verkaufst aber den Geschirrspüler, dann muss der den neu aktivieren und kann nachher sich sein eigenes Abo wieder zum Frickeln. Ja, du kannst sogar so weit gehen, dass die Aktivierung sogar was kosten wird dann Genau, ja, stimmt, zusätzlich. die Ersteinrichtung natürlich. Ja. Ah, das ist voll da. Ich glaube, wir sollten anfangen, Haushaltsgeräte zu produzieren. Ja, ich habe eh schon länger so die Idee. Also so ein Business, also ich werde es einmal an Miele, Electrolux und so weiter mal schicken, Bosch, V-Zug, vielleicht, dass sie sich noch ein bisschen was anderes überlegen. Samsung vielleicht. Samsung, ganz heißer Tipp, Samsung, LG, Ja, LG, Samsung, ui, LG, das Samsung, wären. ja. Das war nämlich eine Überlegung wert. Und als Nebenbusiness verkaufe ich einfach irgendeine Kieselsteine aus der Müll und sage, das sind Energiereiniger für die Gesundheit und so weiter. Ich glaube. Dann hab ich die Leute. Dann hab ich die Leute, weil ich bin in die Haushaltsgeräte drin. Und ich will Energie reinigen unterwegs. Und am Kieselstein am Nachtkasten, der 4.500 € kostet, weil er deine Aura Ah, reinigt. du willst also alles Ich abdecken. will alles abdecken, ja. Ah, du planst die Gro du planst wirklich die Weltherrschaft. Ja, genau. Sagen wir so, naja, bei den Kieselsteinen, das finde ich. Beim anderen bin ich dabei, das ist nur diabolisch. Das andere, ich weiß nicht, das ist so komisch. Aber ja, also ich sehe schon, es gibt da Ideen auf alle Fälle. Ja, gibt's. Könnte lustig werden, ne? Also ich freue mich auf das wirklich schon. Ich meine, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lang dauern. Wahrscheinlich, ja. Und mich wundert sogar, dass es bei den Premium-Geräten anfangen. Aber na, obwohl eigentlich ist es sogar Ist ein gescheit, weil guter du. Ansatz, weil da kannst du Na, schauen. stimmt. Da kannst du schon mal schauen, wie wird es angenommen. Und wenn es angenommen wird, kannst du es auslagern auf die Mittelklasse und auf die Ja, na, vor allem, Einstiegsgeräte. genau, irgendwann sagt dann, du musst so die Leute so langsam ködern. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist. Ja, das ist. Nein, ist gar nicht blöd. Also, da kann man schon was machen, ne? Ja, ich glaube auch. Also zum Beispiel, ah, ja, da könnte man dann auch sagen, ja, cool, du hast jetzt zwar am Herd, du kannst ja aber manche Kochfelder, die auf größer schalten, da könnte man dann sagen, ja, wenn das haben willst, natürlich, ja, das kostet halt im Jahr ein Fufi. Ja, zum Beispiel. Weil das brauchst du ja nicht immer. Na. Oder wenn's auf ewig oder auf Lebzeit haben willst, was immer das Beste ist, was heißt auf Lebzeit bei einer Firma? 10 Jahre. Ja, bei Software ist das immer so eine andere Geschichte. Ja. Weil dann hast du ja, dann kostet es halt einmal 600 € wenn es freischalten willst. Oder halt so, wenn es halt brauchst, 5 € für einen Tag. Ja. Ja, ich glaube, wir steigen das Business ein. Ja, da ist das Geld drin, ja. Ja.